Helmut Eichmann, Vorsitzender vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Bad Pyrmont und habe dieses Amt seit 1992, also über 25 Jahre. Und jedes Jahr im November am Volkstrauertag haben wir hier eine entsprechende Veranstaltung, die relativ gut besucht wird. Und wir versuchen auch mit anderen Nationen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit Russland, aber auch mit Frankreich. Und ich war der Meinung, dass für den Frieden zu wenig getan wird. Und deshalb bin ich im letzten Jahr von hier aus bis in unsere Partnerstadt Heemstede zu Fuß gegangen mit Rucksack und habe in verschiedenen Stationen Blumen niedergelegt und mich für den Frieden eingesetzt. Sie waren schon in Niederlanden, ja. Sie waren schon in Moskau, Sie waren schon in verschiedenen Städten. Versuchen Sie ein bisschen was, eine Erinnerung für diese Fahrt oder für diese Reise? Ja, also ich war eingeladen von den russischen Gästen nach Khimki, im Moskauer Gebiet. Khimki ist insofern besonders interessant, weil 1941 die deutsche Wehrmacht versucht hat, Moskau zu erobern und kam bis Khimki, bis also in die Nähe von Moskau und kam da zum Stehen durch den russischen Winter. Und es stehen da auch entsprechende Monumente und ich war da eingeladen, der Bürgermeister hat mich begrüßt und ich durfte sogar im russischen Fernsehen sprechen und habe eben die Botschaft rübergebracht, dass wir Frieden haben wollen. Und das wurde von der russischen Seite sehr positiv gesehen. Ähnlich war es jetzt auch mit den Niederlanden. In den Niederlanden wurde ich empfangen von Stadtdirektor Willem van den Berg und auch da habe ich eben deutlich gemacht, dass wir für Frieden, für Aussöhnung sind, für Partnerschaft sind und habe das auch unterwegs überall deutlich gemacht, habe daran erinnert, wie gefährlich eigentlich im Moment die Situation ist und wie wichtig es ist, für den Frieden einzutreten. Bad Pyrmont, hier der Bürgermeister, unterstützen Sie für diese, weil Sie sind ein Held und dann... Ja, Dankeschön. Also der Bürgermeister unterstützt mich sehr. Auch der von Bad Pyrmont. Von Bad Pyrmont, Klaus Blome, unterstützt mich sehr dabei. Da bin ich auch sehr dankbar für. Auch unser Landrat Tjaak Bartels unterstützt mich sehr. Die waren bei der Verabschiedung zu diesem Friedensmarsch auch hier und haben mich entsprechend auch... entsprechende Botschaften mir mitgegeben, haben mich hier verabschiedet, was ich sehr positiv fand. Auch die Medien unterstützen mich hier sehr gut. Ich bin trotzdem der Meinung, dass da noch zu wenig getan wird, dass noch mehr passieren müsste, dass die Politik noch mehr für Frieden eintreten muss, denn die Situation in Europa ist inzwischen brandgefährlich geworden. Ich hätte gerne noch eine Idee, zum Beispiel noch ein Projekt für eine Reise für Kriegsgräber auch in Albanien. Möchten Sie gerne das mitmachen? Ja, bin ich natürlich sehr interessiert. Ich weiß, dass es in Albanien auch deutsche Gefallene gibt, dass es entsprechende Friedhöfe gibt. Ich habe zwar keine große Erfahrung da, aber gerade das würde mich sehr interessieren. Ich würde gerne dahin fahren und würde mir das auch gerne ansehen und würde das auch gerne dokumentieren, um eben insgesamt auf diese Probleme hinzuweisen, denn ich bin der Meinung, und das habe ich auch überall im Ausland gesagt und auch in England natürlich gesagt, jedes Kriegsgrab ist ein Protest gegen den Krieg. Ein stärkerer Protest gegen den Krieg als ein Kriegsgrab kann es eigentlich gar nicht geben. Sie machen auch normalerweise einen Friedensprozess und gleichzeitig Sie waren auch in Kosovo und das finde ich faszinierend. Sie haben auch den Bundespräsident zum Beispiel für Kosovo. Können Sie das zwei Worte was sagen? Gut, das hatte jetzt damit hier gar nichts okay, zu tun. Das, okay. das war was völlig anderes. Was möchten Sie in Zukunft für dieses Projekt zu machen? Ich hoffe erstmal, dass überhaupt es möglich ist, weiter etwas zu tun, dass nicht Krieg uns ins Haus steht. Denn die Gefahr sehe ich im Moment als sehr, sehr groß an, wenn ich sehe, was in der Ukraine passiert, was wir gar nicht erfahren. Ich möchte weiterhin für Verständigung werben. Ich möchte weiterhin mit anderen Ländern zusammen sein.
zusammenarbeiten. Ich habe zum Beispiel auch hier am letzten Volkstrauertag die Deutsch-Französische Gesellschaft aus Hameln hier gehabt. Frau Schulz hat hier gesprochen, die Vorsitzende. Und ich halte das für ganz wichtig. Ich halte es für wichtig, dass eine Friedensbewegung zustande kommt, die die Politik dazu bewegt, umzudenken und nicht nur die Konfrontation zu suchen, sondern stattdessen das Miteinander, die Partnerschaftlichkeit und gemeinsam an unserem Europa zu bauen, an einem friedlichen Europa, an einem Europa des Fortschritts. Das ist ein sehr schönes Wort für die Europa. Was können Sie sagen, weil Europa jetzt ist in einer Krise? Ja gut, ich möchte den Politikern jetzt da keine zu großen Ratschläge geben. Ich denke, das müssen die selber wissen. Aber wichtig ist, also ich hatte das Gefühl, als ich in die Niederlande gelaufen bin, dass ich nicht nur Deutscher bin, sondern dass ich auch Europäer bin. Und ich habe also auch eine große Solidarität auch mit den Niederlanden und auch mit den anderen Ländern in Europa. Das sind auch irgendwo meine Länder. Ich bin Europäer und wir sind Europäer und wir müssen zusammenhalten und wir müssen ein gutes Europa, ein friedliches Europa haben. Und ich bin der Meinung, die Europäische Union hat uns in der Vergangenheit auch mit dem Frieden gesichert. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir weiterhin in Europa zusammenarbeiten, auch wenn es vielleicht einige Schwierigkeiten, Irritationen gibt, wie zum Beispiel Brexit. Da sollte man trotzdem versuchen, das Miteinander wieder zu fördern und gemeinsam die Probleme anpacken, gemeinsamen Austausch haben, Gemeinsamkeiten finden. Die Gemeinsamkeiten sind ja da und versuchen von daher aus diesen Kriegen, aus diesen schlimmen Kriegen mit den vielen Gefallenen zu lernen. Und wir sollten versuchen, weiterhin den Frieden zu sichern. Sie sind eine Lehrer im Beruf. Was können Sie normalerweise für diese Generation was so sagen? Die jetzige Generation hat das Problem, dass sie, und vielleicht auch den Vorteil, wie man es sieht, dass sie eben in guten Zeiten aufgewachsen sind. Es gab keinen Krieg, es gab keine großen Probleme. Probleme gibt es natürlich immer, manchmal auch schwerwiegende Probleme, aber es ging materiell, wirtschaftlich den Kindern gut. Als ich Kind war, habe ich überall Trümmer gesehen. Die Erinnerungen vom Krieg waren noch sehr nah. Die Leute haben erzählt, wie sie um ihr Leben rannten, von den Bomben. Überall gab es Bombenangriffe, überall wurde alles zerstört. Es gab entsetzliche Kriegsverbrechen auch. Und das kennen die heutigen häufig nur noch aus Erzählungen, wenn sie es überhaupt noch kennen. Und die Gefahr, dass man Kriege eben unterschätzt, dass man die Kriegsgefahr unterschätzt, ist eben sehr, sehr groß. Und von daher ist es wichtig, dass gerade auch junge Leute erfahren müssen und erkennen müssen, wie gefährlich Kriege sind, was Kriege anrichten. Und das wäre also, denke ich, eine ganz wichtige Botschaft an junge Leute, dass sie sich mit der Situation des Ersten, des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen, aber auch mit den Problemen, die wir heute haben in zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen, Afghanistan oder Syrien, und versuchen daraus zu lernen, dass wir eben ein friedliches Miteinander behalten müssen. Dankeschön für dieses Interview.